Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit Melody. Und ich habe natürlich immer ein schlaues Buch geguckt. Und die Babys müssen am Samstag gealtert werden, denn sie wurden an einem Donnerstag geboren. Das kriegen wir definitiv hin. Es ist ja dann auch schon bald. Coolio. Die Kids sind natürlich in der Schule und sind fleißig am Lernen. Das ist auch sehr, sehr gut. Vielleicht kriegen wir die ja bald schon gealtert. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Denn, ja, wir wollen natürlich schnell weitere Kinder zeugen hier, ne? Ich meine, bei 72 wollen wir natürlich jetzt nicht hier aufhören. ich bin sehr gespannt, wie lange es noch dauern wird, bis wir hier durch sind. Wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, würde ich sagen. Also, ich meine, wir sind auch schon irgendwie 2 Jahre dabei. Aber, ja. Yay, Lion und Legacy sind beide Einserschüler. Das ist sehr, sehr cool. Die Maus ist auch fast so weit. Das heißt, wir werden die einfach dann zusammen dann umstylen. Das wäre ja nur sinnvoll. Alles Gute zum Geburtstag, Boy. Yay. Und er ist aktiv und möchte makellose Perfektion haben in seinem Leben. Man kennt's. Was ist denn mit ihm los, Alter? Das ist ja nicht mal Style. Dann das nächste Kind. Let's go. Alles Gute und so, wie immer. Man kennt's. Ja. Wuhu. Und er ist kindisch und sucht einen Seelenverwandten. Süß. Okay, und ihn können wir dann auch direkt mit umstylen. Und ich würde sagen, die Babys dann auch direkt. Dann machen wir eine ganz große Runde. So lange überleben die da schon noch umgestylt. Also unumgestylt. Weil dann habe ich einfach immer alle gemeinsam. Ist doch auch mal ganz süß, oder? Wer konnte sich denn da ein Stück nehmen, obwohl da Kerzen drauf sind? Why? Why einfach nur? Ich finde es süß, weil vom Stil her haben die sich ja gar nicht so verändert eigentlich, ne? Finde ich cool. Und Emilia ist, glaube ich, fertig. Also hier wurde schon Level 3 angezeigt, deswegen denke ich, ja, denke ich mal. Hilf Emilia auf jeden Fall mal. Sie ist eine kleine Stinkemaus. Aber ist egal. So kann man doch gerne Geburtstag feiern. Ganz normal. Happy Birthday to you. Und sie ist Kleptomanin, okay. Und mental. Sie hat einfach blaue Haare. Mut. Finde süß, wie sich hier alle versammeln. Wir können ja mal einen Zombie-Kuchen machen. Ich glaube, ich habe den noch nie in meinem Leben gemacht. Finde süß, weil alle kümmern sich einfach um ihre Fähigkeiten. Das nenne ich auf jeden Fall sehr verantwortungsbewusst. Stefano, ja. Yeah. Nur noch Bewegung. Stefano. Happy Birthday to you. Und er ist ein Perfektionist. Und sozial. So, jetzt müssen noch die Babys gealtert werden und dann können wir in den Cars gehen. Woohoo. Meint ihr, 5 Uhr morgens ist okay? Ach, komm. So viel Unterschied macht das jetzt auch nicht, oder? Let's go, ihr zwei. Woohoo. Gemein. Also beziehungsweise heikel oder so. I know, ich vergesse mal, wie diese Kleinkindersachen heißen. Ist doch auch egal. Oh, und Scarlett ist eine Charmeurin. Und die bekommt definitiv nicht dieselbe Frisur. Das sehe ich nicht ein. Ich bin jetzt bereit für die Creative 7. Thank you.
Das hat jetzt echt eine Weile gedauert, aber die sind alle so süß geworden. Ich schrei. Angenehme Fummelei. Was ist bitte diese Übersetzung? Lebensstil gewonnen. Glücklicher Single. Also ich meine, in eine Beziehung geht sie jetzt ja an sich nicht. Und ich meine, wenn sie in eine Beziehung geht, dann wahrscheinlich eher, wenn sie ihr 100. Kind bekommen hat. Ja, deswegen ist das doch, denke ich, eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also sie ist halt eher der Typ, der was Lockeres möchte. Und das ist ja auch in Ordnung, oder? So, sie fightet jetzt mal mit ein paar Leuten, weil es ist Rauferei in der Nachbarschaft. Und da darf man sich ja ein bisschen boxen, ne? Aber ich sehe auch, dass der Part eigentlich vorbei ist. Deswegen sehen wir jetzt diesen Fight noch an. Und dann ist der Part vorbei, I guess. Es ist so bescheuert. Ich lasse es einfach im Hintergrund laufen. Ich liebe es auf jeden Fall, dass dieser Feiertag existiert. Manchmal würde ich auch gerne einfach Leute verprügeln. Also man kennt es doch. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss.